Meine Damen und Herren, die Liebe ist eine Kraft, die alle Verhältnisse erschüttert. Sie fegt verrottete Beziehungen weg und legt verschüttete Empfindungsräume frei. Sie weckt Erlösungs- und Verwandlungsfantasien. Sie fordert mit ketzerischer Unbedingtheit die Wiedergeburt mitten im Leben. Wer von der Liebe entflammt wird, folgt irrationalen Regeln, die ihn selbst in einen Strudel stürzen. Vielleicht rennt er kopflos davon. Vielleicht versinkt er in nachtdunkler Depression. Vielleicht lässt er sich von feurigen Gefühlen treiben und verrennt sich in einen Zustand narkotisierter Wahrnehmung. Vertraute Menschen werden unerträglich, Gewohnheiten verlieren ihren Reiz, liebgewordene Rituale lassen ihn plötzlich kalt. Wer liebt, kommt sich selbst abhanden. Das Verhältnis zur Welt gerät ins Wanken. Eines steht dabei fest: Die Leidenschaft führt an die Grenzen des Sagbaren. In diesem Prozess wird das liebende Subjekt in einen Ausnahmezustand geschleudert. Was ich Ihnen hier geschildert habe, meine Damen und Herren, ist das Symptomprofil der Liebe aus weltlicher, moderner Sicht. Die Kantate »Barmherziges Herze der ewigen Liebe«, die Sie eben gehört haben, spricht von dieser unbändigen Kraft der Liebe, wenn wir auch nicht ganz sicher sein können, welche Variante sie dabei meint. Ist es die Liebe zu Gott? Oder umschließt diese in ihrem Kern eben auch die erotische Liebe? Spricht sie von der Liebe als Passion, von der romantischen oder gar von der platonischen Liebe? Zielt sie auf Nächstenliebe oder fordert sie keck die Selbstliebe? Nur eines steht zunächst fest. Der Textschreiber wusste um die rätselhafte Macht dieser Empfindung, darum beschwört er das vertrackte Gefühl gleich mit den ersten Versen in einem für uns nüchterne Zeitgenossen verblüffend pathetischen Lobgesang. Barmherziges Herze der ewigen Liebe, errege, bewege mein Herze durch dich, damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe, o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich. Salomon Frank, eines der originellsten und begabtesten Dichtertalente unter all jenen, die mit Bach zusammengearbeitet haben, transportiert an seine Hörer das geheime Wissen um die irrationale, unwiderstehliche, ambivalente Wirkung der Liebe. Er weiß, dass dieses Gefühl die stärkste Zuneigung ausdrückt, die ein Mensch für einen anderen Menschen zu empfinden imstande ist. Allerdings erkennt auch die kalte Kehrseite, die Desillusionierung und Enttäuschung, die dem Rausch folgen können. Hass, Kälte, Hartherzigkeit und Gleichgültigkeit sind die Vorboten und Symptome des Verfallsdatums. Sie künden vom rasanten Umsturz süße Gefühle in dämonische Albträume und verwandeln den Hortus Amönus unversehens in einen Kampfplatz der Destruktion. Die diskret eingestreuten, aber unüberhörbaren Warnungen des Weimarer Dichters vor der Hartherzigkeit, sein Appell an Barmherzigkeit und an die Weichheit des Herzens sprechen eine deutliche Sprache. Es ist eine zwiespältige Botschaft, die den Hörer der Kantate gleichzeitig verführerisch überzeugen und ihm, ganz in barocker Manier, unterschwellig auch ein bisschen Angst einjagen soll, nur so prophylaktisch für den Fall, dass der Mensch sich nicht an die Vorgaben des Heilands halten sollte. Ihr Herzen, die ihr euch in Stein und Fels verkehre, zerfließt und werdet weich, erwägt, was euch der Heiland lehret, übt, übt Barmherzigkeit und sucht noch auf der Erde dem Vater gleich zu werden. Ach, greifet nicht durch das verbotene Richten dem Allerhöchsten ins Gericht, sonst wird sein Eifer euch zernichten. Vergebt, so wird euch auch euch vergeben, gebt, gebt in diesem Leben, mach euch ein Kapital, das dort einmal Gott wiederzahlt mit reichen Interessen. Dieser Kantatentext, den der Dichter eigens für die Aufführung vom 14. Juli 1715 in Weimar geschrieben hat, ist geschwängert mit Merksätzen aus der Bibel.
Er buchstabiert Gleichnisse und Denkbilder, welche die Heilige Schrift als verbindlich für den Glauben vorgibt. Er evoziert Symbole, die der zeitgenössische Zuhörer zu Beginn des 18. Jahrhunderts ohne nachzudenken entschlüsselte. Er rekurriert auf Bilder, die er ohne Zögern entzifferte. Kein Zweifel, Bachs Kantate »Barmherziges Herze der ewigen Liebe« ist eine Schule der Gefühle. Sie zielt auf Höheres als nur auf kurzweilige Unterhaltung. Sie hat nichts weniger im Sinn, als Modelle des richtigen und des falschen Lebens vorzuführen. Insofern verfolgt sie eine didaktische Absicht. Dem Gläubigen soll der gute und der schlechte Weg aufgezeigt werden. Ein idealtypischer Lebensentwurf, aber im Kleinformat. Der Chor fasst die Ergebnisse der moralischen Belehrung kurz und bündig zusammen. Den rechten Weg, o Herr, ich mein, den wolltest du mir geben, dir zu leben, meinem Nächsten nütz zu sein, dein Wort zu halten eben. Richtig ist die Verflüssigung des Herzens. Richtig ist, mit der Liebe verschwenderisch umzugehen. Richtig ist, von der übersteigerten Eigenliebe Abstand zu nehmen. Und richtig ist, durchaus mal von der Liebe entflammt zu werden, vielleicht sich sogar daran zu verbrennen, bei all dem die Nächstenliebe aber nicht zu vergessen. Sie wissen, verehrte Bach-Freunde, das barocke Weltbild war ein geschlossenes, die Botschaften eindeutig, die Hierarchien unverrückbar. Das Leben ein gigantisches Maskenspiel, die eigene Rolle eine Selbstinszenierung im festen Gefüge des Theatrum Mundi, das vom Antagonismus vom Diesseits und Jenseits, Lebensgier und Todesangst, Ratio und Vanitas, Verheißung und Strafe bestimmt war. Wer nicht spurte, wurde durch Musik, Literatur und Kunst schaudererregend über mögliche Strafen und Konsequenzen belehrt. Vielleicht kennen Sie die barocke Wallfahrtskirche im Hergiswald, die unweit von Luzern, versteckt im Wald am Nordabhang des Pilatus, ein dramatischer Ort der barocken Instruktion ist. Mit dem Felixaltar des Meisters Hans-Ulrich Räber wurden die Zeitgenossen über die Richtlinien des Weltgerichts belehrt. Auch in dieser pädagogischen Inszenierung überblenden sich die weltliche Liebe und die Gottesliebe auf undurchschaubare Weise, aber wehe, wer in diesem Spiel, in diesem Welttheater sich auf die Seite, die falsche Seite geschlagen hat. Die Predella des Altars demonstriert deren Schicksal. Auf ihrer Bühne zeigt sie das Erwachen der Toten am jüngsten Tag. Auf der linken Seite sehen wir holde, tugendhafte, wenn auch ziemlich aseptische Menschen, die von Engeln in den Himmel hinaufgezogen werden. Rechts aber fangen gehörnte, boxfüßige, gefährlich fletschende, im Ganzen aber nicht uninteressante Teufel mit Lassos die Sündigen ein, übrigens meistens hochbusige, rothaarige Damen, um sie alsbald grausam ins Höllenfeuer zu stoßen. Auf der linken flankierenden Säule streben die Gerechten in den Himmel, rechts deren Ungeheuer mit Mistgabeln die Verdammten ins Purgatorium. So ging das zu in den Zeiten von Johann Sebastian Bach. Mit den ausgelassenen, plastischen, überschwänglichen Mitteln der Kunst wurde das Therapieziel des tugendhaften Lebens anvisiert. Mit Musik, Literatur und Kunst wurde gelenkt, beeinflusst, gesteuert und umgebogen. Über diese Medien verschafften sich die Statthalter Gottes auf Erden Respekt. Geht das heute noch? Das ist die Frage, die wir uns beim Anhören dieses Kantatentextes stellen. Können die raffinierten Einschüchterungs- und Belehrungsmethoden des Barocks uns aufgeklärten Zeitgenossen noch etwas anhaben? Gelingt es uns überhaupt noch, sie zu entziffern? Und wenn wir sie entziffern, bewegen sie etwas in uns? Fühlen wir uns vom leicht frömmlerischen Unterton, vom ungenierten Pathos, vom verstaubten Charme dieser moralischen Merksätze aus dem religiösen Poesiealbum noch betroffen?
Reagieren wir aufgeklärte Bürger überhaupt noch auf diese Appelle? Wir haben ja inzwischen doch gelernt, uns des eigenen Verstandes zu bedienen, Denkvorgaben zu misstrauen, dumpfe Glaubenssätze zu verwerfen und den persönlichen Einsichten zu vertrauen. Allein alles ist eine Frage des Zeitgeistes gewiss und dieser ist nicht mehr, wie er damals war. Wo Bach auf ein geschlossenes Weltbild zählen konnte, leben wir in einem aufgebrochenen Universum. Wo jenseits Sehnsucht das Denken bestimmte, berauschen wir uns lustvoll an der Diesseitigkeit. Kein Zweifel, die Musik Bachs ist zeitlos, aber der Kantatentext ist zeitgebunden. Denn Frau Musica besitzt ontische Qualitäten, sie erreicht ihre Adressaten direkt, affektiv, sinnlich spürbar und jenseits des Bewusstseins. Kein Zufall, dass schon der Genfer Reformator Calvin der Kälte und der Versteinerung des Herzens mit der bewegenden Wirkung der Musik entgegenwirken wollte. Nicht so einfach gelingt das mit den Versen der Kantate. Sie müssen zuerst buchstabiert, verstanden, ihre Bilder und Metaphern entschlüsselt sowie in einen theologischen Kontext eingeordnet werden. Sind Sie so bibelfest, dass Sie die theologischen Anspielungen sogleich erkennen und ihren Sinn freilegen? In diesem Dschungel hilft uns eine andere Fährte weiter. Wie fremd uns die Denkbilder dieser Bach-Kantaten auch anmuten, sie überwinden in verwandelter Form die Zeit. Als Kerngedanken zum richtigen Leben haben sie die Säkularisierung überdauert. In den literarischen Geschichten, die sich die Menschen ständig neu erzählen, tauchen sie immer wieder als Leitideen auf, wenn auch je nach Zeitgeist unter anderen Masken. Ich nenne 4 zentrale Ideen, Versatzstücke aus Bachs Kantate, die wir ohne weiteres in die Neuzeit transponieren können. Erstens, das Bild vom versteinerten Herzen, das mittels Affekt zum Schmelzen gebracht und nach reinigender Katharsis erweicht. Zweitens, das Säen der Liebe, das zu Gegenliebe provoziert. Drittens, die Denunziation der Eigenliebe, die erst noch zu Blindheit gegenüber eigenen Schwächen und Fehlern führt. Viertens, die Nächstenliebe, die auch eine Folge der Selbsterkenntnis ist und ein gerechtes Verhalten anderen gegenüber auslöst. Bereits eine kleine Expedition in die Schweizer Literatur demonstriert, dass die christlichen Variationen über die Liebe auch in den Texten unserer Autoren zur Sprache kommen. Nur wird dieses Phänomen beinahe nie anhand der Gottesliebe, sondern fast immer anhand der erotischen Liebe untersucht. Schon seit jeher waren die Schriftsteller, die Analysten und Kommunikatoren leidenschaftliche Gefühle. In ihren Werken diskutieren sie Regelsysteme und Verbote, Lebensgier und Moral, aber mit den Mitteln ihrer Zeit. Es sind die Urgeschichten der Menschheit, die jede Gesellschaft neu hervorbringt. Es sind die stets alten und unvergleichlichen Erzählungen über Scheitern und Schuld, Verlangen und Konflikt, die jede Epoche anders erzählt. Darin spiegelt sich jeweils ein Sittenbild der Zeit. Die Schlüsselgedanken aber haben ihren Ursprung in der Bibel, diesem Buch der Bücher. Diese literarischen Frömmigkeitsübungen unterscheiden sich in einem zweiten Punkt radikal vom Muster eines Kantatentextes von Johann Sebastian Bach. Sie verzichten nämlich auf Moral. Sie verzichten auf Merksätze. Sie verzichten auf Rezepte zum richtigen und falschen Leben. Ihre Methode ist nicht das Einpauken, sondern das Vorführen. Ihre Wirkung liegt nicht im Ideologisieren, sondern im urteilsfreien Illustrieren dessen, was der Fall ist. In zeitgenössischen Texten wird nicht gepredigt, sondern erzählt. Die Schlüsse über die richtige Lebensgestaltung muss der emanzipierte, autonome, durch Humanismus und Aufklärung geläuterte Leser schon selber ziehen.
Lassen Sie uns abschweifen. An zwei Beispielen aus allernächster Nähe möchte ich Ihnen veranschaulichen, wie die Kerngedanken der Bach-Kantate Barmherziges Herze der ewigen Liebe auch und gerade von den Schweizer Schriftstellern zur Sprache gebracht werden. Die Metapher des versteinerten Herzens, Sie wissen es, meine Damen und Herren, ist uralt. Salomon Frank hält sich an das Buch des Propheten Hezekiel im Alten Testament und seinen Satz: Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Diesen Sinnspruch unterfüttert er zusätzlich mit einem Wort aus den Psalmen, nämlich: Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Bei dieser perfekten Ausgangslage müssen wir nicht lange suchen, sondern werden sofort bei Gottfried Keller fündig. Das satirische Porträt einer versteinerten Schönen in der Novelle Pankraz der Schmoller gehört zum Erlesensten auf diesem Gebiet. Keller ist an Betty Tendering beinahe zerbrochen. Die hochfahrende Schöne, stadtbekannte Reiterin und spätere Gattin eines Brauereibesitzers, treibt den buckligen, verschlossenen, ungehobelten, widerborstigen Keller in den rettungslosesten Liebeskummer seines Lebens. Das unbedeutende Schweizerlein lernt die Frau in Berlin kennen und verliebt sich unsterblich. Die herrische, lastive Stolze bringt den Brummler, der sich vornehmen Damen gegenüber naturgemäß wie ein Stockfisch zu benehmen pflegt, beinahe um den Verstand. Die elegante Personage hält ihn hin, gängelt ihn genüsslich, sie ist ein Stein, der nicht zu erweichen ist. Aus bloßem Narzissmus treibt sie den Dichter schließlich zum Geständnis seiner Gefühle, nur um ihn dann genussvoll zurückzuweisen. In seiner Novelle hat sich Gottfried Keller später an der hartherzigen Dame gerecht. Er lässt sie als Tochter eines Regimentskommandeurs auftreten und zeichnet ihren Charakter mit spöttischem Scharfsinn. Wir sehen eine selbstsüchtige, hartherzige Kokette, die mit tückischer Schlauheit den Verliebten so lange leiden lässt, bis er endlich das ersehnte Liebesgeständnis spuckt, was sie durchaus gnädig entgegennimmt. Nicht die Liebe hat Lydia im Sinn, sondern eitle Selbstbespiegelung und blinde Herrschaft über den stotternden Verliebten. Eine schöne Rache, wie der Schriftsteller die Hartherzige für alle Zeiten an den Marterpfahl seiner Weltliteratur bindet. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass dieses Motiv nur vordergründig ist. In Wahrheit diskutiert Gottfried Keller an diesem Beispiel Sinnangebote und denkt über christlich-moralische Regeln, über das richtige und falsche Verhalten nach. Zweite Abschweifung. Sie wissen, meine Damen und Herren, auch die Sache mit dem Balken, dem Splitter in den Augen und der eigenen Blindheit wird schon in der Bibel gepredigt. Der Kantatendichter hält sich eng an einen Ampel aus dem Neuen Testament. Die Stelle im Matthäus-Evangelium heißt so: Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Mit der Kernfrage nach Lasten wie der Eigenliebe, der Heuchelei und der Blindheit in eigener Sache setzt sich der Schweizer Schriftsteller Markus Werner in seinem Roman Am Hang auseinander. Das geht so: Zwei Männer, die sich zufällig im Hotel Bella Vista in Montagnola getroffen haben, ziehen sich gegenseitig über den Tisch. Zumindest versuchen sie es. An einem Pfingstwochenende lernten sich die beiden, die unterschiedlicher nicht sein könnten, kennen und kommen nicht mehr auseinander. Der smarte Scheidungsanwalt Clarin, ein Mann Mitte 30, oberflächlicher Tatmensch und leichtsinniger Verführer, wird seltsam angezogen von Los, einem Mann anfangs 50, verschrobener Sonderling, Spezialist für tote Sprachen und linker Moralist.
Der Rechtsanwalt, ein notorischer Schürzenjäger, hält die Ehe für undurchführbar, für einen Irrweg, für eine glatte Überforderung der menschlichen Natur. Los dagegen, der behauptet, seine von ihm vergötterte Frau vor einem halben Jahr durch einen Hirntumor verloren zu haben, ist in allem das pure Gegenteil. Er sei von Natur aus nicht aufgeschlossen, das sei der Fluch der Treue, meint er. Von Clarins Theorien über die ewige Wiederholung in der Ehe hält er nichts. Er verwickelt den Jüngeren in eine Unterhaltung über ihre Lebens- und Liebensgeschichte. Zwei Nächte verbringen die beiden Männer miteinander, debattierend, trinkend. Dabei enthüllen sie gegenseitig ihre Ansichten über Erotik, Anziehung und Wahrhaftigkeit. So scheint es zumindest auf den ersten Blick. In Realität wird ein moralisches Lehrstück gegeben. Markus Werner verhandelt in seinem Roman Am Hang die Banalität des Bösen, die zerstörerischen Wirkungen des Zeitgeistes, die verwerflichen Folgen der missbrauchten Liebe und die verheerenden Auswirkungen einer zerfallenden Emotions- und Beziehungskultur. Zu Gericht gesessen wird über Wahrheit und Blindheit, nur findet das Tribunal selber unter dem Deckmantel der Täuschung statt. Was sich als aufflammende Männerfreundschaft präsentiert, entpuppt sich nach und nach als kühl arrangiertes Setting zwischen Richter und Angeklagten. Sie versuchen sich gegenseitig zu entlarven und ihre Fehler zu bezichtigen. Es ist ein virtuoser Tanz um Blindheit, Täuschung und Lüge. Das Interesse von Loos und Clara aneinander ist weniger ein Symptom wachsender Sympathie, sondern ein Zeichen von Rivalität. Das gegenseitige Aushorchen ist ein Trick unter Gegner. Der Freundschaftsdiskurs ist in Wahrheit ein Verhör unter Feinden. Alle Gewissheiten geraten dabei ins Wanken und alle Wahrheiten drehen sich um sich selbst. So radikal unterschiedlich die Männer auch scheinen, sie sind sich in Wahrheit verblüffend ähnlich. Beide haben wohl die gleiche Frau geliebt. Und beide lügen. Loos, der von Anfang an die Rolle des Verhörers und stummen Richters für sich reklamiert, um das verstiegene Lebensgebäude seines Rivalen zu entlarven, lügt dabei um einiges handfester als sein jüngerer Gegner. Er lügt die eigene Biografie um. Er täuscht eine falsche Identität vor. Mehr noch, er lügt die 12-jährige Ehe mit seiner Frau zu einem regelrechten Glücksfall um, zu einer idealen Beziehung und ihr Untergang zu einem unverschuldeten Unglücksfall. Auch bei Markus Werner kollidieren effektvoll zwei Konzepte von Moral und Wahrhaftigkeit. Aber weit und breit gibt es keine Aussicht auf ein eindeutiges Ergebnis. Der Schriftsteller zeigt nur, was der Fall ist. Er macht uns auf die Beschädigungen im Seelenleben seiner Figuren aufmerksam. Er nimmt uns die Selbstgewissheit. Am Ende liefert er Hinweise zur Austauschbarkeit aller Urteile über Schuld und Lüge. Damit lässt er uns allein. Das ist die zeitgenössische Variante des alten Gedankens aus dem Matthäusevangelium. Es ist eine moderne Antwort auf die Frage, welche die Bach-Kantate aufwirft, die wir jetzt gleich nochmals hören werden. Es ist eine die Frage nach der Eigenliebe, die vor allem die eigene Person schont. Die ironische Feststellung, dass man selbst ein Mängelwesen und so wenig ein Engel wie der andere sei. Der spöttische Ratschlag, doch besser die eigenen Fehler zu verbessern, bevor man den Nächsten bei seinen Schwächen ertappe, da sonst, und jetzt sind wir wieder in der Barockzeit, die beiden Blinden zu ihrem Leide alle beide in die Grube purzeln würden. Allerdings, wir leben nicht mehr in einer geschlossenen Welt. Alle Eindeutigkeiten haben sich verflüchtigt, alle verbindlichen Vorgaben aufgelöst. Moral wird nicht mehr gebrauchsfertig vorpräpariert. Das Sinnangebot, das der zeitgenössische Schriftsteller parat hat, liegt im Text selbst versteckt. Da verbergen sich die existenziellen Kernfragen, die nach neuen Antworten verlangen. Sie zu suchen und zu finden, liegt allein an uns. Ich danke Ihnen.